Willkommen in der Sand in the Bay. Heute habe ich die nächste Premium-Finish-Figur für euch. Ich zeige euch Takaratomis Variante vom Siege Optimus Prime. Das Boxdesign ist das gleiche wie beim Premium Finish Bumblebee. Ich finde, hier funktioniert es noch mal ein bisschen besser, weil dieses Farbschema Rot-Schwarz-Gold, das zieht mich eigentlich immer. Das ist super gut. Hier oben das Premium Finish ist gold verchromt und leicht geprägt. Das ist schön. Und der Rest ist so ein matt bedruckter, schön stabiler Karton. Sieht aus wie so eine Movie Masterpiece Box. Das ist sehr, sehr cool. Ansonsten haben wir rundherum Fotos von der Figur. Was ich ganz spannend finde, ist das Foto auf der Seite. Denn hier sehen wir den Premium Finish Optimus Prime im Kampf mit einem Seeker. Und zwar ist das der Siege Mold im Design von G2 Sandstorm. Und den haben wir zwar als Figur bekommen, allerdings als Earthrise Conehead und nicht als Siege Seeker. Ist vielleicht ein bisschen spitz, finde ich. Aber die Figur in dieser Deko gab es meines Erachtens so noch nicht. Von daher, vielleicht kommt die ja noch. Vielleicht ist er auch schon angekündigt bei Premium Finish und ich weiß einfach nur wieder nichts. Aber ja, mir wäre es bis dato nicht bekannt. Wenn es ein Spoiler ist, ist es auf jeden Fall ganz interessant. Vor allem, weil man den Kopf nicht sehen kann. Und wir, glaube ich, keine Coneheads hatten bei Siege. Von daher, vielleicht kriegen wir ja tatsächlich für den Mode noch einen mit einem Spitzenkopf. Ansonsten sehr, sehr schöne Box. Und damit sind wir bei der Figur Premium Finish Optimus Prime. Das ist 1:1 der Siege Mode, einfach nur mit einer anderen Farbdeko. Und vom Ansatz her, die Art und Weise, wie man diese neuen Farbakzente darauf gebracht hat, erinnert mich das sehr, sehr stark an diesen Sleep Mode Optimus Prime. Also diese ergraute, quasi tote Variante von Optimus. Und ja, ob es den Namen Premium Finish verdient, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Guck mal ganz kurz aufs Zubehör. Ich glaube, da hat sich nicht viel getan. Generell muss man sagen, hat man überall da, wo man mit Silber gearbeitet hat, hier dieses, ja, dieses Silber mit so einem leichten Goldeinschlag. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich mag das hier auf der Axt. Ich weiß gar nicht, ob die Siege-Axt damals hier bemalt war. Auf jeden Fall ist hier bemalt, das Schwarz bemalt, das Autobot-Symbol ist bemalt. Wobei ich mir da zum Beispiel sage, es sollte ja Premium-Finish sein. Da finde ich, hätte es durchaus, hätte man erwarten können, dass innen die Augen entsprechend mit Silber bemalt sind, dass es etwas, ja, sich etwas mehr abhebt. Ich finde, das hätte man erwarten können. Ansonsten ist das die gleiche Axt. Ne? Ihr habt hier diesen Griff, den ihr einklappen könnt und habt hier die beiden Klingenteile, die ihr nach innen schwingt. Warte mal, ich glaube, das Große muss man zuerst, ne? Warte mal, das Große zuerst, genau, und dann das Kleine oben drüber. Und dann habt ihr hier dieses Schild, beziehungsweise diese, so eine Art Anhängerkupplung, zumindest so rein optisch, wie sie dann im Truck-Modus benutzt werden kann. Das seht ihr aber dann gleich. Ansonsten ist das ein cooles, kleines Ding. Ich habe das Gefühl, der Griff sitzt hier ein bisschen besser als bei Siege. Vielleicht liegt es an Farbe, aber eigentlich ist der Teil nicht bemalt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Dann bekommen wir Optimus Blaster. Das ist der wirklich genau der gleiche wie bei Siege. Also nicht bemalt, einfach nur schwarzes Plastik. Generell, klar, ein paar Hohlräume drin. Ist nicht so wunderschön, aber von der Form wiedererkennbar. Definitiv der Ion Blaster. Und dann haben wir Optimus selber. Ihr seht, Beweglichkeit ist alles intakt. Die Gelenke sind auch immer noch gut. Also der Mold ist noch lange nicht ausgelutscht, wie mir scheint. Und dabei hat man den ja schon ein paar Mal benutzt. Ne? Shattered Glass und Sleep Mode Optimus Prime und Netflix Prime und Siege Prime und so. Also es gab schon ein paar davon. Generell finde ich die Deko aber eigentlich ganz cool, zumindest was das grundsätzliche Farbschema angeht. Wir haben eigentlich einen Kernunterschied und das ist das Blau. Ich finde, das Blau ist halt mehr so ein bisschen blasser. Das ist so ein Stahlblau. Das finde ich, steht ihm sehr, sehr gut. Auch in Kombination mit dem Rot. Ich finde, das passt gut. Auch am Kopf haben wir das Ganze. Wobei ich beim Kopf das Gefühl habe, der Kopf könnte tatsächlich in dieser Farbe nochmal bemalt sein. Wenn man hier so auf die Oberfläche auch guckt. Beim Rest, also hier unten, ist das definitiv unbemaltes Plastik. Überhaupt finde ich, bei dem Bumblebee hatte man relativ viel, oder das Gefühl, relativ viel bemalte Oberfläche zu haben. Das ganze rote Plastik ist meines Dafürhaltens, ist das alles unbemaltes Plastik. Und das fände ich für Premium Finish ziemlich bitter, muss ich sagen. Denn ansonsten, was an Finish mit drauf ist, an Farbakzenten, finde ich so comichaft überzeichnet, dass es mir eigentlich nicht gefallen kann. Was ich noch ganz nett finde, sind hier diese kleinen Macken, diese Narbe sozusagen hier über dem Gesicht. Das finde ich noch ganz cool. Erinnert mich aber halt auch an diese aufgemalten Bruchstellen vom Sleep Mode Optimus Prime. Mag ich nicht so gerne. Was ich auch gerne mag, sind die grünen Fenster mit diesen Bruchstellen. Das ist ganz cool. Das heißt, wir haben hier so ein grünes Plastik-Inlay, ne, und dann entsprechend das Weiß drüber. Das sieht auch noch cool aus, ne? Hier unten der Streifen ist halt auch so ein bisschen dunkler, kein reines Weiß meines Erachtens, vielleicht täuscht das aber auch. Und dann haben wir hier so ein paar Cracks und so diese schwarzen Sachen, das ist noch irgendwie okay. Was mich am meisten stört, sind diese grauen Flecken. Die sehen einfach nur schlimm und schlecht aus. Und auch hier siehst du, wie sie die Pixel, das ist so ein Digitalprint, der so Abnutzung irgendwie darstellen soll, es funktioniert nicht.
Es funktioniert nicht. Hier wäre ein richtiger Airbrush sinnvoll gewesen, um das Ganze halt wirklich im Farbverlauf zu haben. So sieht es einfach nur schlecht gemacht aus, auch hier oben. Das Ganze setzt sich hier unten fort. Auf den Beinen haben wir hier diese schwarzen Akzente. Das wäre noch okay, wenn sie nicht einfach stumpf an der Seite aufhören würden. Und auch unterhalb des Knies. Ja, also von daher, dieses Ganze, diesen Eindruck, diesen Kampfschaden-Eindruck, den man auch hier, dieser schwarze Fleck, einfach nur so ne, komplett lieblos da drauf geklatscht. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Denn das Konzept ist ganz gut. Und dass man es kann mit den Farbverläufen, das sehen wir ja hier. Da sieht es cool aus. Ne? Wir haben hier diesen, das ist auch wieder diesen Gold-Silber bemalt, die Smokestacks, und das geht dann ganz sicher in so ein Schwarz über. Das ist cool. Warum kriegt man so einen Farbverlauf nicht zum Beispiel auch hier hin? Ne? Und dann bitte auch rundherum ums ganze Bein. Und hier unten auf dem Blau haben wir auch wieder diesen Digitalprint, der, wo du halt einfach die Pixel siehst. Das ist einfach nicht schön. Hier ein bisschen Farbe auf der, da weiß ich gar nicht, ob wir das bei Siege im Original hatten. Das ist ein schöner Akzent. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich gerade von diesen ganzen Kampfschäden bin ich ziemlich enttäuscht. Also hätte ich von Premium mehr erwartet und vor allem hätte ich erwartet, dass man wirklich das Rot auch in irgendeiner Form übermalt, das Autobot-Symbol. Ich weiß auch nicht, ob es ein Kampfschaden sein soll oder unsauber gedruckt. Also das könnte ich, wenn das eine Kampfbeschädigung sein soll, dass das ein bisschen verwittert aussieht, dann wäre es cool gemacht. Irgendwas sagt mir aber, dass das vielleicht einfach nur schlecht gedruckt ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also insgesamt die Deko, die Idee, die grundsätzliche Idee finde ich gut. Ich mag das Blau in Kombination mit dem Rot. Also diese Grundfarben, die finde ich sehr, sehr gut. Das Gelb ist auch schön bemalt, aber die ganzen Akzente, die drauf sind, gefallen mir überhaupt nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen über die Linie rettet, sind die grünen Fenster. Die stehen ihm ziemlich gut. Der Rest ist leider ziemlich lieblos. Wir gucken heute auch ein bisschen über die Beweglichkeit, weil ich habe den Mode unglaublich lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich will mal wieder ein bisschen damit rumspielen. Wir haben den Kopf auf einem Kugelgelenk. War das früher auch schon ein Kugelgelenk? Ist das neu? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir eine Kugel, leichte Neigung nach links, nach rechts, guter Blick nach unten, guter Blick nach oben und die Rotation. Da gibt es also überhaupt nichts zu meckern. Arm 90 Grad nach draußen. Wir haben transformationsbedingt den Butterfly nach hinten, wie ihn eigentlich jeder Optimus Prime hat. Und dann geht hier, ne, diese Klappe geht dann hoch und das könnt ihr den Arm entsprechend rausbringen. Das funktioniert. Die Gelenke sind wirklich top. Also rein technisch gesehen ist das eine Spitzenfigur. Immer noch, muss man sagen. Der alte war auch schon, also der Original Siege war auch schon sehr, sehr gut. Dann haben wir den Ellenbogen. Einfach das Gelenk ein bisschen mehr als 90 Grad. Und hier innen haben wir zwar einen Hohlraum, aber wenigstens noch so kleine Zylinder eingesetzt. Das ist aber auch sowas, ne? Wenn schon Premium Finish, bemalt die Dinger doch mal. Hätte doch cool ausgesehen. Dann haben wir die Hand, die rotiert einmal 360 Grad. Ansonsten könnt ihr damit weiter nichts tun. Wir haben den Torso, der rotiert um 360 Grad. Eine Beuge oder ähnliches haben wir keine. Das Bein, einfaches gepinntes Gelenk, nicht ganz 90 Grad nach vorne und nach hinten, naja, auch nicht ganz, aber auf jeden Fall beides weit genug. Das Bein geht dafür voll nach außen, das funktioniert gut. Der Oberschenkel rotiert hier ums Gelenk. Ist leider aufgrund dieser Kanten hier vorne, bleibt das ein bisschen hängen. Aber ich denke, für die meisten Posen wird es ausreichend sein. Außerdem habt ihr zusätzlich noch die Knierotation, sodass ihr eigentlich überall hinkommt, wo ihr hinkommen möchtet. Dann haben wir das Kniegelenk, einfaches Gelenk, aber volle Reichweite, cool gemacht. Und das, obwohl wir hier hinten keinen riesigen Hohlraum haben. Ne, also hier ist einfach nur genug Platz geschaffen worden. Das ist von der Konstruktion wirklich gut. Dann haben wir noch den Fuß. Der geht leider nicht nach oben, der geht auch nicht nach unten. Lässt sich aber schön ausstellen. Und ihr habt bewegliche Zehen nach unten. Aber nach oben ging, glaube ich, nicht. Nee, leider nicht. Und die Ferse nach unten. Die habe ich beim Posen schon mal gebrauchen können zum Stabilisieren. Also das ist soweit okay. Die Beweglichkeit also insgesamt alles an Bord, eigentlich was man will, fehlt mir nicht wirklich viel. Und vor allem die Gelenke sind von der Toleranz und so wirklich toll. Da gibt es wenig dran auszusetzen. Umfassende Größenvergleiche können wir aus meines Erachtens sparen. Ich denke, der Siege Optimus Prime als Voyager-Class-Figur ist hinlänglich bekannt. Ich wollte ihn aber wenigstens mal neben dem Premium-Finish Bumblebee stellen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt hier wirklich mal das blasse Gelb sehen. Meine Kamera scheint die Farben um so ein bisschen nachzuregeln. Und da war es knallig gelb bei mir im Review. Aber das ist eine relativ realistische Abbildung dieser Farbe. Also er ist deutlich größer, er ist aber auch eine Spur teurer. Die Verwandlung beginnt an den Beinen. Ihr dreht das Bein einmal hier am Knie um 180 Grad rum, bringt dann hier die Klappe nach oben, schwingt dieses Panel hier auf die Oberseite, bringt diesen Teil hier einmal um 180 Grad rum und habt dann hier auf der Rückseite am Knie sozusagen diese Klappe, die schwingt hier hoch. Bringt die Beine dann hier in der Mitte zusammen, klappt die Füße einmal hier nach innen und bringt dann hier diese Klappe einmal nach oben und schwingt den gesamten unteren Teil einmal hier an diesem Gelenk nach hinten. Bringt den Arm hier ungefähr 90 Grad nach oben, schwingt dieses Panel nach außen und bringt dann den ganzen Arm hier 45 Grad nach hinten und nehmt das Rad hier und zieht diese gesamte Armatur einmal nach unten. Dann habt ihr das große Panel hier, das dreht der Arm um 180 Grad und klappt. Was zum Henker ist das denn? Ich habe hier, es sieht aus, als wäre das Ding irgendwie heiß geworden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Teil der Deko ist. Das sieht sehr random aus, als hätte ich hier wirklich einen Schaden an der Figur.
Ich gleiche das nochmal ab, aber ich denke, das sollte nicht so sein. Wir machen mit der Transformation aber erstmal weiter. Statt dieses Teil hier nach außen, bringt die zwei kleinen Paneele nach links und rechts und hier die Stoßstange einmal nicht so einfach drunter. Wirst du wohl da raus wollen? Ist doch nicht wahr. Wo hängt's denn? Da, so. Und dann klappt ihr hier vorne, macht ihr die Brust, öffnet ihr, schwingt den Kopf einmal hier nach innen, schließt das Ganze noch nicht ganz. Wir müssen jetzt mehrere Sachen parallel machen. Na, jetzt bringt ihr das Teil hier erstmal ungefähr aus dem Weg, bringt die Arme nach hinten und bewegt jetzt das alles hier. Ne? Müsst ihr jetzt gucken, dass ihr das beisammen bekommt und vor allem vorbei bekommt an den Reifen. Die müssen hier wirklich ganz runter und dann könnt ihr den Arm hier rein bewegen. So, ne, das Panel hier oben schon mal in die grobe Richtung. Wir machen das Ganze hier nochmal. Zack. Ah, das Rad auch hier richtig weg. Und gucken, das ist hier alles ist ziemlich eng. Hat die ganze gar nicht mehr so hakelig in Erinnerung, die Transformation. So grob in die richtige Richtung. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr hier mit den kleinen Paneelen hier unten drunter durchkommt. Und jetzt so langsam sich hier diese Truckfront bildet. Zack. Na, jetzt könnt ihr das Ganze im Prinzip hier abschließen. Und na, auf der anderen Seite hängt es noch ein bisschen. Ich weiß nur nicht genau, woran es hängt, aber ja, jetzt. Ne? Und dann könnt ihr hier vorne die Stoßstange alles zusammen schließen. Bringt jetzt die Reifen hier noch nach oben und legt eure Seitenpaneele in den kleinen Pin, der geht hier in den Oberschenkel rein. Zack. Und dann habt ihr Optimus Prime in seinem Truck-Modus fertig. Und so sieht er dann fix und fertig mit sämtlichen Zubehörteilen aus. Generell, der Truck-Mode ist okay, würde ich sagen. Ne, das mit dem Waffen, also das mit dem Schild hier unten hinten, das finde ich cool. Den Blaster kriegt man halt leider nicht irgendwie hinten mit eingebaut. Den musst du halt entweder da drin machen und ich lasse ihn einfach weg. So, ja. Das kann man halt so als halbe Anhängerkupplung irgendwie noch durchgehen lassen, aber selbst das finde ich jetzt auch nicht optimal. Lasst es einfach so und dann habt ihr hier eine ganz witzige, so halb futuristische Zugmaschine. Es ist irgendwie noch G1, aber irgendwie halt auch nicht. Es ist ein ganz komisches Twitter-Ding. Aber generell so hier mit den verdeckten Reifen und auch die Farbe der Felgen, die Art der Felgen, das gefällt mir schon ganz gut. Hier hinten die bemalten Füße jetzt als Rücklichter kommen nochmal schön durch. Hier hinten ist es für den Prime alles relativ geschlossen. Ne, auch hier durch die Klappen, das haben sie schön gemacht. Hier haben wir so ein bisschen Hohlraum, das ist nicht so schön. Aber generell muss ich sagen, komme ich mit dem Mode schon zurecht oder mit dem Modus vielmehr. Das Grüntransparent kommt jetzt hier halt auch nochmal gut. Dieser Schaden hier ist halt wirklich, wirklich ärgerlich. Also ich habe auch mal nachgeguckt, das soll auf gar keinen Fall so sein. Ist auf keiner Abbildung irgendwo zu sehen. Das ist auch hundertprozentig ein Schaden ab Werk. Das hätte so eigentlich nicht rausgehen dürfen, muss ich reklamieren. Ich hoffe mal, dass TF Robots mir da hilft. Aber da sie mir in der Vergangenheit eigentlich immer geholfen haben, habe ich da keinerlei Zweifel. Rollt auch einigermaßen vernünftig, hat halt Plastikreifen, das ist hier auf meiner festen Unterlage nicht immer so ganz optimal. Auf der Anleitung, glaube ich, ne, seht ihr, funktioniert das dann wunderbar. Also ist ein ganz cooler kleiner Truck, es ist kein Trailer dabei, es gibt auch keinen futuristischen Trailer für den Siege Prime, das ist eigentlich fast schon schade, aber ich sag mal so, in der Serie hat er auch keinen Trailer gehabt, von daher, ja, vielleicht kriegt man den erst später, wenn man befördert wird oder so, oder wenn man dann auf der, keine Ahnung, wollen wir mal keine Vermutung anstellen. Generell cooler kleiner Truck mit einer witzigen, hier im vorderen Bereich leider etwas hakeligen Transformation. Zum Vergleich habe ich nicht wirklich was Sinnvolles da, deswegen haben wir hier einfach, weil er gerade hier rumstand, den Trailer von Masterpiece 44, also falls jemand die Idee hatte, das Ding im MP-Display zu stellen, wobei, so mega scheiße sieht es nicht aus, aber nein, das funktioniert definitiv nicht. Fazit war schön, mal wieder mit dem Siege-Mode ein bisschen rumgetüdelt zu haben. Hatte ich lange nicht in der Hand gehabt und ich habe vergessen, wie gut er eigentlich ist. Also vor allem ist er halt unglaublich stabil in sich geschlossen und ist ein sich sehr gut anfühlendes Spielzeug, weil er halt sehr, sehr stabil ist. Die Beweglichkeit ist da, die Gelenke sind alle toll und außer vom Design, gerade was den Kopf angeht, gefällt er mir sehr, sehr gut. Im Bot-Modus mag ich halt diese Überhänger an den Armen nicht so gerne, aber alles andere ist so in Sachen Hohlräume eigentlich ganz gut. Die paar Waffles, die er hat, die hat man ausdesignt. Also damit kann ich wirklich absolut leben. Große Enttäuschung ist halt hier bei dieser Premium-Finish-Variante wirklich diese Deko, die sie da drauf gepackt haben. Zum einen haben wir immer noch sehr viel unbemaltes Plastik und wir haben diesen sehr lieblosen Digitaldruck, der irgendwelche Kampfschäden abbilden soll, der leider überhaupt nicht passt. Das grüntransparente Plastik, finde ich, steht dem Prime wiederum sehr, sehr gut. Und auch dieses Stahlblau als Plastikfarbe, ja, das fügt sich sehr gut ins Gesamtbild und das mag ich. Die Transformation ist, wie schon erwähnt, etwas hakelig im Führerhausbereich, macht aber sonst irgendwie Laune. Der Truck ist dann halt nicht so richtig futuristisch oder nicht so futuristisch, wie er vielleicht sein
könnte, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Und das Zubehör ist soweit in Ordnung. Die Waffe hätte man gerne bemalen dürfen oder ein paar weniger Hohlräume oder bei Premium Finish vielleicht noch ein Blasteffekt dazu. Das sind aber so meine üblichen Kritikpunkte. Die kann ich bestimmt noch 10-mal wiederholen. Das wird weder Hasbro noch Takara jemals irgendwann einbauen. Ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben. Also so richtig wert ist dieses Premium-Ding seinen Preis meines Erachtens nicht. Das Blau ist zwar generell eine ganz coole Farbe, aber ich finde, diese Deko, die macht ihn eher kaputt, als dass es wirklich hilft. Von daher würde ich sagen, wenn man diesen Mold haben möchte, greift zum Standard Siege Prime, greift von mir aus auch, wenn ihr was Abgefahrenes wollt, zur Shattered Glass oder zur Sleep Mode Variante. Das ist alles okay. Diese Premium Finish Version hier braucht meines Erachtens eigentlich niemand. Soweit mein Video zu Takaras Premium Finish Variante des Siege Optimus Prime. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und checkt meine anderen Siege Reviews in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.